Hi Leute, ich bin wieder am Start, Max der Entdecker, und heute haben wir ein neues gigantisches Projekt. Das soll ein Auto-Lego-Simulator sein und das zeige ich euch jetzt genau. Okay, als erstes abonniert den Kanal und liked dieses Video. Wir fangen an. Also, so sieht das Ganze von außen aus. Hier haben wir ein Gas, mit dem dreht sich, kann man so sagen, das ganze Fließband. Hier haben wir ein Auto. Und hier habe ich ein Lenkrad. Und mit dem kann ich das Auto steuern. Hier habe ich andere Autos. Und die fahren aus der Brücke auf mich zu, weil hier es einen Motor gibt. Und ich muss versuchen, nicht in die Autos reinzufahren. Wenn ich reinfahre, dann stoppt das. So sieht das hier aus. Hier habe ich so einen Park, Straßen, Seen, Bäume und was auch immer. Und ja. Hier haben wir den Anknopf, dort den Ausknopf. Aber um das Ding anzumachen, also jetzt geht das nicht einfach so an, hat man hier eine kleine Box. Und wenn man zum Beispiel eine Runde fahren will, muss man dort hier rein 1 Cent reinlegen. 1 Cent reinwerfen. Dort gibt es eine Feder. Und wenn immer was draufkommt auf die Feder, stützt es die, kann man so sagen, ab und geht auf dieses Teil da. Und dann geht es dort an. Und wenn die 1 Cent wieder zu Ende sind, also wenn man hier einmal verloren hat, dann muss man wieder Geld reinwerfen. Man kann aber auch 1 Euro reinwerfen, dann hat man 100 Runden und so weiter, ja. So, hier habe ich jetzt 1 Cent reingeworfen und hier ist es angegangen. Hier, also das geht nicht an. Also wenn hier kein Cent drin ist, dann geht es auch nicht an. Aber ich kann natürlich auch so machen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich bin nicht verdächtigt. Und das geht dann halt an, das ist damit man was dort rausholt. Und ja, auf diesen Seiten haben wir dasselbe. Hier haben wir erstmal Dekoration, hier steht Go, also los geht's. Hier kann man, ist es eigentlich so eine kleine Dekoration, kann man so sagen. Das verbindet sich mit dem Park und hier so einem Loch. Und da kann man was rausholen, wenn dort auch was reingefallen ist. Und das ist sehr praktisch. Und hier haben wir nochmal dasselbe. Wenn man hier das aufmacht, dann hat man hier die ganze Übersicht. Und dort kann man dann auch bis zur ganzen Tiefe alles rausholen. Sieht ihr, wie tief meine Hand dort reingehen kann? Hier haben wir auch natürlich eine Dekoration stehen. Hier steht nämlich Game, also Spiel, auf Deutsch übersetzt. Und hier habe ich es mit Gelb zugedeckt, weil dort der Motor ist. Und das sieht dann halt nicht so schön aus. So sieht das Ganze von innen aus. Ich habe es jetzt extra aufgemacht. Wie ihr seht, ist der Motor an einem kleinen Zahnrad angeschlossen und wird verbindet zu einem großen Zahnrad. Das ist damit alles, der ganze Prozess hier langsamer wird, damit es nicht aus dem Motor sofort kommt, weil das war zu schnell. Und so ist es halb so schnell. Dann, wie geht das hier rein? Hier, der Motor ist ja hier fest und das Zahnrad ist ja angeschlossen und ist hier auch fest. Dieser Stift, kann man so sagen, der geht zu einem anderen Zahnrad, der verbindet dort unten die Straße und das Schwarze, das ist von einem Laufband, sind das die Teilchen, Lego-Teilchen. Und das verbindet man durch diese Strips hier mit der Straße. Und dort kann man dann schon Autos dran machen. Wie die dran sind, ist ganz einfach. Die sind einfach so dran. Unten haben die solche Teilchen. Und so funktioniert das eigentlich ganz alles.
Aber so einfach zu bauen ist es natürlich immer noch nicht, weil ich habe das alles ganze 2 Wochen lang gebaut. Dann will ich euch mal zeigen, wie ich mit dem jetzt spiele. Okay, ich habe jetzt dort 1 Cent reingeworfen und dann fahren wir. In 3, 2, 1, go! Wie ihr seht, ich bin jetzt gegengeknallt und darum stoppt das. Ihr könnt gern dieses Lego-Spiel auch selber bauen. Also das ist ja das Bild, kann man so sagen. Und ihr könnt es einfach nachbauen. Ich kann es auch irgendwann mal gern aufmachen und komplett zeigen, wie es komplett von drinnen aussieht. Und das Coolste dran ist, es funktioniert. Und ich meine, manchmal funktioniert das ja nicht. Und das ist dann blöd, aber jetzt, das funktioniert. Und das hat mich so gefreut. Und wenn man so mit diesem Spiel beschäftigt ist, dann ist es immer wieder cool, sich anzugucken, dass da so ein schöner Park ist mit Bäumen, Straßen und so weiter und sogar eine Brücke. Und das finde ich dann richtig schön, weil manchmal, wenn es einfach noch so komplett, also wenn noch keine Dekoration da ist, dann sieht es halt nicht so schön aus. Aber so sieht es schon ziemlich cool aus.